So, Freunde der Spiegeltour auf YouTube. Wir haben mal PA ausgekramt. Es ist ja schon ein bisschen was her, dass wir das letzte Mal gespielt haben. Es fehlt eigentlich nur eine Person noch auf dem TS, aber ich denke mal, wir starten. Es sind auch ein paar neue Namen dabei. Proof, du bist bei mir so leise und Tipp so laut. Ja, das liegt am Tipp. Normalerweise bin ich laut genug. Aber Tipp ist einfach noch lauter. Ich starte einfach mal das Spiel zufälliges System, wie wir es früher gemacht haben, weil ich habe jetzt keine Lust, ein Geodiversum heute zu spielen. Da bin ich mich total im Eimer. Und dazu kommt noch, die ganz großen Systeme neigen dazu zu laggen. Und deshalb hoffe ich einfach das Beste. Wenigstens Tipp ist auf meiner Seite und der ist ja nicht ganz so scheiße. Oh mein Gott. Wir haben zwei Planeten, die nur mit einem Triebwerk gestartet werden können. Und es ist ein reiner Wasser, also ein sehr umfangreicher Wasserplanet. Deshalb würde ich alle aus meinem Team schon empfehlen, dass die entweder Schiffe bauen. Und wenn ihr euch nur verteidigen wollt, könnt ihr einfach U-Boote bauen, weil die den Schiffen überlegen sind. Okay, mir ist direkt einer gegenüber und einer südlich und wir werden wahrscheinlich auf der Insel mit Feinden sein, dass im Norden noch welche sind. Wir gucken mal. Tipp wählt noch aus. Tipp lädt wahrscheinlich noch. Der Teamspeak ist heute leider still, weil alle haben kein Mikrofon. Ich bin leider im Team der ruhigen Leute. Nur Tipp ist gemutet. Auch im anderen Team alles eher ruhige Leute. Da muss mich lauter stellen, Mamertel. Stell mich lauter! Nein, kein Trash-Talk. Tut mir leid. Wir müssen uns wirklich darauf konzentrieren, einfach zu spielen. Ach, guck mal, da unten ist Murgorak. Nee. Ich glaube nicht, dass Tipp jetzt sofort schon stirbt. Moment, baue erstmal ein bisschen Energie. Da kommt der nächste raus. Da hat der erste schon einen Commander gespottet. Na komm, bau die Schifffahrt auf. Ich habe leider keine Ahnung, wie gut mein Team ist. So, du konzentrierst dich auf den U-Boot-Bau. Ja, wir haben Feinde hier auf der Insel direkt. Aber es war zu erwarten. Und der hat eine Fahrzeugfabrik da hinten aufgebaut.
Obwohl, das kostet unnötig Energie gerade. Ja, da wollte mich einer ärgern vom Norden her. So, du produzier ruhig weiter in die Richtung. Haben wir im Moment welche, die idle? Nein. Alle sind schön fleißig am Arbeiten. So will man das doch haben. Ja, der will mich mit der Fahrzeugfabrik ärgern. Wer ist denn da oben? Barathur ist da oben. Dann pass mal auf, netter Typ. Ach, guck mal da. Das Ding könnte er sofort zerstören. Weg mit dem seiner Produktion. Und darüber ärgert den mal. Ich komme mit der Produktion gerade ein bisschen durcheinander. So, du gehst da hoch. Du bewegst dich dahin. So, die Fahrzeugfabrik wurde zerstört. Hat schon irgendjemand den Heimatplaneten verlassen? Ach so, der hat da die Torpedo-Dinger hingebaut. Na komm, knall die weg. Die können doch alle eh nix. Marinefabrik geortet. Okay, das ist unsere eigene.
Da kommt Blau von drüben. Blau ist Jaido. So, baut den nächsten auf. So ein paar Torpedowerfer schaden ja nicht. Ach guck mal, da steht da einer schon ziemlich offen rum. Hoch mit dir. So, wenn ich Barator da oben nicht wegkriege, muss ich den angreifen. Kommt alle mit. Ja, Atomameise ist schon tot. So, setz ihn mal auf Repeat. Ich brauche den Teleporter. Ich dachte, ich hätte eigentlich den hier unten auf Repeat gesetzt. Oh, da hat der sich da hingesetzt, wo ich aufbauen wollte. Alles gut, ganz entspannt, Proof. Keiner will dir was Böses. Manchmal. Und haut ab. Moment.
Moment die Spiders nicht. Der Tipp ist auch schon hier. Ah, ist das schön. Der ist überhaupt nicht gedeckt. Schöne Unterstützung von Merte da unten. Ich hoffe, Barathur versucht mich gerade nicht dazu zu treffen. So, bau ein bisschen auf. Ach, Barathur denkt, er kommt hier durch. Da kann er aber schön knicken. Und das hier sind meine Kills. Geh weg mit deinem paar Schiffchen. Und Barathur, denkst du, hast noch genug zur Verteidigung hier? Ach, da sind T2-Einheiten bei. Oh, es ging dann doch recht schnell. So, knall das ruhig alles weg. Die Hover-Dinger werden eh nicht von den Torpedo-Launchern getroffen, wenn ich mich noch recht entsinne. Mann, wäre es gut gewesen, wenn Tipp mir mal erzählt hat, dass hier noch ein anderer Gegner drauf ist. Aber der Tipp macht das schon, das ist gut. Muss mal ein bisschen Ressourcen einsparen. Da ist der Weiße. Konzentriere ein Feuer auf den. Komm, Hovers.
Oh, die schießen die ganze Zeit gegen das kaputte Teil. Jetzt kommen sie durch. Vorsicht, 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 näher ran. Das war Taki. Jetzt wird Zeit, Baratur zu finden. So, unsere Feinde tendieren gegen Null. Ich glaube, du willst sagen, Baratur ist auf einem Planeten. Ach, ich sehe es schon. So, Kelrin ist auch noch hier. Haben wir eine Chance, den einfach zu kriegen mit unseren Hauber-Viechern? Wenn wir von der Seite kommen, bestimmt, oder? Und da gehen wir seine Energiereserven. Da ist Kelrin. Das sollten alle auf dem Anfangplaneten sein. So, auf mit euch. Wir brauchen mehr Ressourcen. Und zwar Dali. So. Und noch mal ein paar. Nur du kannst hier direkt auch die T2 aufbauen. Geh mal bitte ein bisschen abseits. Ihr könnt Storage machen für Metall. Ich sehe schon mein Hauptproblem. Energie. Ich hoffe, wenn ich die auf Patrouille in dem Bereich mache, bauen die automatisch die ganzen Sachen ab, die ich hier habe. Oder auch nicht, dann muss ich das selbst machen. So. Ja, machen wir. Baut Tipp gerade bessere Minen über meine Minen? Das würde bedeuten, ich will ihn gerne töten.
Gute Nacht, Max. Da ist Baratur. Und ich glaube, Baratur wird von der Nuke jetzt zerstört. Ja. Sehr gut gemacht, Mamertel. Ich habe mehr Metall produziert, als ich hatte. Und es ging echt schnell. Ja, ich habe schon mal CSGO gespielt. Aber lass uns nicht darüber reden.